Okay, let's go. Finale, hoffentlich. Der letzte Stream für dieses Spiel, für diese Mod, damit wir endlich an andere Sachen gehen können. Wir probieren es jetzt nochmal mit dem Boss, wo ich vor 2 Tagen so verzweifelt bin. Ich habe ein bisschen gelevel-grindet. Ich habe unsere Vitalität auf 50 und unsere Endurance auf 49 gebracht, wobei wir nicht mehr Ausdauer kriegen und. Wir können mal gerade gucken, wenn ich meine Rüstung ablege, kann ich dann fast rollen? Nee, noch nicht. Hat also erstmal nicht so viel gebracht, das zu leveln. Ich meine, durch das Leveln kriegen wir ja auch höhere Resistenzen. Aber das war's. Wir probieren das jetzt noch einmal. Falls wir hier trotzdem nicht durchkommen, würde ich erstmal aufs DLC ausweichen, gucken, wie es mit Calamite und Manus aussieht. Und falls wir danach immer noch nicht hier durchkommen, dann ziehen wir nochmal das Undyne-Manöver durch. Weil ganz ehrlich, der Bosskampf ist eh optional. Ich würde halt nur nicht das Undyne-Manöver durchziehen wollen, solange wir noch einige doch recht anspruchsvolle Bosse haben. Und ich habe auch ein bisschen die Sorge, dass was auch immer mit Gwyn passiert, dann ein bisschen entwertet wird. Aber schauen wir doch mal, wie es jetzt läuft. So, ihr kommt. Okay, mehr als einen Treffer lande ich auch nicht so. Ich habe uns auch mal geguckt, ob es eine Möglichkeit gibt, hier vorbeizugehen, ohne den Bosskampf zu triggern, aber es scheint nicht so. Also es bringt nichts, am Rand vorbeizulaufen oder sonst irgendwas. Wow. Komm, lass mich zurücktreten. Wow, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich kann mich leider nicht korrekt drehen, wenn ich im Lock-On bin. Was auch immer das jetzt war. Boah, Hilfe. Okay, das war useless. Okay, er nimmt keinen Damage mehr. Es ist sehr schön, dass sich die Kamera auch ganz toll dreht. Danke, darf ich hier raus? So, wir müssen ihn jetzt verletzen, weil sonst geht es nicht. Okay, ich dachte schon gerade, die Musik hat keinen Bock mehr. Das ist sehr ungünstig, wenn die springen.
Wir sind noch hier. Stimmt, weil ich nochmal, ich glaube, ich war nochmal wegen irgendwas in Anor Londo. Ich weiß aber gerade selber nicht mehr, wieso. Warte, wir haben doch eine Firekeeper Soul, die sollten wir vielleicht mal nutzen. Gerade so wie wir traden hier im Moment. Okay, ich dachte, er reagiert vielleicht darauf, dass der Himmel verdunkelt ist. So, Estus plus 6. Warte, ist hier vielleicht sogar ein besseres Bonfire? Damit wir nicht so einen krassen Boss-Run haben. Kann das sein? Probieren es mal. Oh, hello. Okay, wir können noch nicht durchpoisen. Ich sagte, wir können noch nicht durchpoisen. So, Ring of Evil Eye. Es gab nicht wirklich groß was, was uns noch hilft, ne? Poise unter Umständen. Aber auch, das war, glaube ich, auch eher sinnlos. Der würde natürlich noch helfen, aber dann müssen wir da auch committen. Hä, wieso, was heißt hier seine Community ignorieren? Was hast du denn jetzt? Okay, wow, das umgeht tatsächlich einfach die komplette Encounter. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das schneller ist, aber... So, gucken wir uns das nochmal an. So, ich greife extra den Hinteren an. Weil ihm im Nachgang zu verletzen wird, glaube ich, schwerer. So, das war ein guter Trade. Au, das hätte ich nicht tun sollen. Das hätte ich auch nicht tun sollen.
So, der macht eine Dreier-Kombo. Shit, das, da habe ich jetzt die Reichweite unterschätzt. Ja, ich würde mal behaupten, dass Siedler in der Regel nicht ganz so krass ist wie Dark Souls. So vom Anspruch her. Okay, er ist schon unverwundbar geworden. Okay, das war jetzt gerade sehr lucky. Ich darf mich jetzt nicht hier einschließen lassen. Ja, ist okay, ist okay. Problem ist, die covern sich halt auch sehr gut. Und wenn man Pech hat, kann man nicht mehr das Ziel wechseln und den korrekten Gegner blocken. Warte, okay, der respawnt nicht. Ich meine, mir soll das recht sein. Okay, die Hollows sind alle sehr lazy heute. So, wir müssen irgendwie es schaffen, in seiner Nähe zu bleiben. Oder auch nicht.
Au. Ja, ein Feuerlöscher wäre jetzt sehr gut. So, er ist jetzt unverwundbar. Ja, Leute, es ist okay. Okay, sind beide wieder verwundbar. Nein, falsche Richtung. Okay, das war jetzt gerade aber wirklich mehr Glück als Verstand. So, jetzt. So, das wird aber doch wohl möglich sein, oder? Komm, der ist jetzt ein One-Tap. So, Nummer 1. Ich bin mal gespannt, was es das gleich an eine Belohnung gibt. Eye of Death? Geminate Vestige. Was? Was ist das? Das sieht, also es hat die Grafik von Twin Humanities, aber was tut es? Wenn die Eye of Death, okay, die sind ja für den einen Covenant. Ich weiß gerade gar nicht mehr welcher, aber sie waren auf jeden Fall für einen. Use. Warum nennt er es denn jetzt anders? Es ist einfach nur eine Twin Humanity. Also das ist jetzt aber irgendwie. Wie viele Seelen brauche ich für den nächsten Level up? Das kann ich jetzt nicht sehen. Ja, komm, wir brauchen mal gerade ein paar Purging Stones. Wir dürften zwar nicht mehr verflucht werden von irgendwas, aber ist halt so. Aber dann passt doch alles gut. Also ich glaube, dann können wir optimistisch sein, dass wir den Endboss heute noch sehen. Und auch besiegen. Also nicht nur sehen, sondern auch besiegen. Weil nur wegen dem Endboss würde ich nicht nochmal einen extra Stream einplanen. Ich würde sagen, wir machen Nito. Und dann gucken wir mal, was in Ash Lake, ob da irgendwas Interessantes ist. So, das hier war das, was mich ja damals so irritiert hatte. Aber unter anderem eins der, also es gibt wohl einige Handschuhe, die das erfüllen. Ich denke mal vor allem die schwereren. Das einfachste, was man kriegen kann, sind die hier, die das erfüllen. Wahrscheinlich zählt wahrscheinlich der Gewichtsstat dafür. Das jetzt erklärt das natürlich auch, warum die eine Cutscene geschnitten war. Bei Quilak, die, bei der Glocke, als ich die geläutet habe. Da fehlt nämlich das, der Teil mit Sans Fortress. Was ist jetzt? Nur klar, wenn man die als erstes läutet, dann passiert natürlich in Sans Fortress auch nichts. Ach, und jetzt spielt er dafür dann die Boss-Cutscene vom. Das ist natürlich.
clever als Hinweis, dass das jetzt Nito verfügbar ist. Aber wie gesagt, der Hinweis dafür war halt trotzdem nicht hilfreich. Also, was das jetzt mit Disturbed Bones, die den Slumber beschützen, zu tun hat, das kapiere ich immer noch nicht. So, pass auf, wir machen den. Wir laufen doch nicht zu Fuß, also. Am Ende müssen wir noch was tun für unseren Erfolg. So. Ich mache jetzt einfach noch auf den auf die 50 und danach gucken, dass wir irgendwie, keine Ahnung, was leveln. So, das heißt, Nito. Nito ist in der Undercrypt. Bin mal gespannt, wie schwer er jetzt im Vergleich ist. Also ich weiß dadurch, dass ich halt am Donnerstag tatsächlich doch nachgeguckt habe, was da Sache ist, weiß ich leider schon einen der Twists am Kampf. Das mit der Glocke auf YouTube ist ja auch so ein Blödsinn inzwischen. Also ich aktiviere die Glocke immer, aber es ändert nichts daran, dass ich trotzdem von einigen Kanälen, die ich seit ewigen Zeiten abonniert habe, einfach keine Videos mehr vorgeschlagen bekomme. Und die Subbox, die alte, hat YouTube ja auch gekillt und die Zeiten, wo ich mir alles per E-Mail abschicken lassen, sind auch lange vorbei, weil ich da eh nicht mehr hinterher kam. Ich meine, man munkelt ja, dass YouTube auch langfristig sowieso von Abo weg will. So, wir resten einmal hier. Denn jetzt gerade könnten wir es vergünstigt kindeln, weil wir schon menschlich sind, aber ganz ehrlich. Auch wenn wir danach zu Manus gehen wahrscheinlich. Wobei, noch nicht. Ich will erstmal noch ein Ashlake. Ich will erstmal wissen, was da Phase ist. Bin mal gespannt, ob wir vor Mitternacht durch sind. Mich erstaunt, dass hier so wenig los ist. Ich meine, kann man, das heißt, Pinwheel kann man nicht mehr farmen. So, jetzt dürfen wir hier durch. Ja gut, dass man hier automatisch Schaden nehmen muss, das hat er leider nicht geändert. So, genau. Sie ist jetzt hier. Aber Moment, die teilen sich eine Health Bar. Wahrscheinlich heißt das, dass sie sich gegenseitig wiederbeleben können, oder? Es sieht halt einfach aus, als hätte sie ein Lichtschwert. Beziehungsweise zwei. Okay, jetzt bin ich toxic.
kann die Dislikes nicht mehr sehen, aber mit einem einfachen Tool. Ja, die skippt die Dislikes ja noch, aber ja, man kann sie nicht sehen. Hä? Warte. Das ist nicht deren Ernst, oder? Ich meine, ich bin wahrscheinlich jetzt ein bisschen überlevelt für den Kampf, aber... Das fand ich jetzt einfacher als vorher. Weil, also wenn beide getrennt gewesen wären, ja dann okay, aber Nito hat gefühlt den halben Kampf über nichts gemacht. Und die andere ist halt, ist halt hier, ne? Die ist halt, ein ganz normaler menschlicher Gegner. Also, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, to be honest. Weil zugegebenermaßen, man kann früh hierhin, wenn ich das richtig sehe. Also vielleicht haben sie deshalb, dass man dann, ich meine, es macht Sinn, dass man da die Katakomben praktisch in einem Durchgang abschließen kann, theoretisch. Und da macht es auch Sinn, dass er ein bisschen schwächer ist als der Rest. Aber keine Ahnung, das ist irgendwie nicht so mega cool, to be honest. Also keine Ahnung, ich bin einfach überlevelt jetzt in dem Fall. Das ist natürlich jetzt für einen der vier Lords natürlich ein bisschen, ja, keine Ahnung. Das war, glaube ich, da eigentlich nicht Sinn der Sache. So, was leveln wir denn jetzt? Komm, was anderes als Gesundheit macht jetzt eh keinen Sinn mehr. Macht eh keinen Unterschied. So, Warp. Und zwar... Nursery. Und dann müssen wir gucken, dass wir zu Ashley kommen. Da brauchen wir jetzt wieder den Rusted Iron Ring, damit wir uns überhaupt bewegen können da. Warte, falsche Richtung. Ich muss ja sagen, was ich schätze, ich finde es erstaunlich, dass es hier jetzt so dunkel ist, aber gut, das liegt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an Anor Londo liegt, aber definitiv daran auch, dass die Firekeeperin hier ja abgemurkst wurde. Aber dadurch, dass das jetzt passiert, durch den NPC und auch Anor Londo halt jetzt viel natürlicher abgedunkelt wird, es trägt, finde ich, auch so ein bisschen dazu bei, dass das Gefühl entsteht, dass das Zeitalter des Feuers wirklich endet. Um dich herum sozusagen. Och Leute. Ernsthaft? Ein Quillag Rematch? Der sagt nicht, ich soll... Ich meine, ich kann auch den Weg von Firelink notfalls nehmen. Hi, Ostra, willkommen zum Stream. Wenn es mit den Rematches, ich weiß nicht, ich meine, klar, es ist Reused Content. Auf der anderen Seite ist es halt eine Möglichkeit, die Bosse nochmal halt auf ihrer vollen Stärke zu integrieren. Wo du dich halt darauf auslegst, dass du halt auch wirklich alles hast.
Ja, ist okay, ist okay. Wow. Ja, ist okay. Ich war zwar überhaupt nicht in der Schusslinie, aber wir lassen das jetzt einfach mal gelten. Chaosstorm. Aber das ist natürlich nice, dann da auch hinter irgendwas Sinnvolles zu packen. Jetzt in dem Fall eine Pyromancy. Ich glaube, die hätte man sonst... Kann das sein, dass man die sonst von Quilana bekommen hätte? Dann musste man sie natürlich, jetzt wo Quilana ja eine ganz andere Funktion hat, das auch irgendwo hin verlegen. Okay, hier ist es jetzt auch dunkler. Warte, hier ist ein Capra-Demon? Aber ohne KI? Okay, die Capra-Demons wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen. Was ist da unten? Wow. Absoluter Top-Loot. Jetzt stellt sich wahrscheinlich raus, dass Ash Lake einfach mega viel nützliches Zeug hatte, was wir am Anfang hätten brauchen können. Wenn das Bonfire noch hier ist, was ich hoffe, weil da Great Hollow schon eine Menge... Also das wäre viel Backtracking, wenn man hier kein Bonfire hätte. Cast Light. Wie nennt man hier? Man die nicht normalerweise von... okay, er hat das Gebiet umgewandt. Ich meine nicht normalerweise von Dusk.
Hier ist kein Bonfire. Also hat das jetzt nur verlegt oder ist es komplett weg? Ah, hier. Okay, das ist cozy. Also das ist nice. Das ist schön platziert. Ja, okay, was auch immer das jetzt gerade war. Wow, hallo. Deshalb ist das immer schön, wenn man Jump and Run Einlagen in ein Spiel packt, was nicht dafür gedacht ist. Wow. Also Fluchresistenz ist lässt zu wünschen übrig bei mir. Wie soll man sonst den Spieler nerven? Ja, mit, keine Ahnung, mit gutem Game Design? Klar, nichts davon hat den Fallschaden resettet. Hier was? Nee. Ja, sehr gut. Okay. Da ist ein nackter Bro da unten. Komm ich jetzt hier überhaupt noch raus? Oh mein Gott, das ist Angriff der Nudisten hier. Aber es ist wohl gedacht, dass das normale Gegner sein sollen. Moment, was hat der gedroppt? Mask of the Sealer. Danke, Spiel. Wirklich sehr freundlich.
Ja, ich gebe zu. Also ich bin hier ein bisschen overdressed gerade. Ich habe auch so Blankziehen gehört. Ja, wir haben gerade das Versteck von den ganzen alten Tutti-Frutti-Darstellern gefunden. So, bitte ein Bonfire. Ich mag nämlich diese. Ich esse halt den Baum nicht. Ich sehe ein Bonfire. Komme ich da aber auch hin? Da sehe ich zwei Drakes. Die Hydra ist auch noch da. Aber die Musik hat ja geändert, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Musik sonst nicht so dramatisch ist. So, Hydra. Ja, ich habe mich auch. Aber ganz ehrlich, bei so vielen Köpfen, also stelle ich mir auch verwirrend vor. Ihre Optik heute auf der Fall eure Körper würde ich sanieren. Ja, es ist. Solange man keine Basilisken unter seinen Kunden hat. Hallo, könnt ihr vielleicht mal nochmal eure Köpfe mir entgegenstrecken? Das wäre voll gut. Ja, komm, ein Treffer noch. Purging Stone. Okay, gut. Ja, das macht Sinn, den hier zu platzieren, wenn man auf dem Weg von den Basilisken verflucht wurde. Okay, Muscheln. Aber was mega krasses sehe ich hier jetzt noch nicht. Okay, you have chosen death. This was never an option.
Kann ich hier rein? Oh, mehr Nudisten. Magische Nudisten. Okay, mindestens zwei von ihnen sind magisch. Aber die Hydra respawnt ja nicht, oder sollte nicht respawnen. Also im Moment bin ich zuversichtlich, dass wir in der... Was für ein Wichser. Als ob die einen auch verfluchen. Also ich bin doch gerade nicht von dem... Ich bin nicht von dem, Basilisken erwischt worden, oder? Also auch nicht im Nachhinein, während ich gestorben bin. Er hat einfach... würde heißen, dass er den Nudisten einfach... Fluch gegeben hat. Was für ein Sack. Weißt du, das beschissenste... Oder eins der beschissensten Features in Dark Souls... Das brauchten wir unbedingt noch mehr. Ich meine, ja, er hat den Purging Stone hier hingepackt. Aber ich meine, es ist einer. Wenn ich habe ja zwei mitgenommen noch. Aber das wusste ich auch nicht im Vorfeld. Wie gesagt, gerade wenn du noch keinen Lord Vessel hast, dann kommst du vielleicht auch gar nicht so einfach mal hier raus. Und damit halber Gesundheit durch Blighttown? Also, weiß ich nicht. So, können wir sie rauslocken? Warte, sie tragen aber den Steinhelm. Sie tragen nur nichts anderes. Wobei, Hüte sind, glaube ich, auch beim FKK erlaubt, oder? Kennt sich da jemand aus? Harry Potter gab es auch einen Basilisken, klar. Der Basilisk ist ja auch traditionell eigentlich eher eine Schlange. Hier haben sie Frösche draus gemacht. Okay, ja, okay, ich wurde hier verflucht. Dann war es wahrscheinlich der Basilisk und nicht die Nudisten. Aber wir sehen, Monk hatte recht. Wer nackt ist, der tötet auch. Ach, so scheiße, jetzt auch noch die Drakes. Jetzt sind wir mal schön in Ruhe. Hüte sind ja mehr Schutz als Kleidung, sonst nicht, dass sich auch keiner holen. Ja, deswegen. Hä? Aber das wird doch nicht... Hä? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Wo ist der Drache? Wenn du zwei Händen statt einem Besen gegeben hätte, hätte ich gewittert, dass dein Scheitern natürlich vollkommen klar ist, wenn du Zuli the Witch in ihrem Hobbyraum störst. Ja. True. So, jetzt mal ganz ehrlich. Wie komme ich da rauf? Ich kann hier hoch. Da ist noch was. Hier ist aber auch keine Illusory Wall. Danke, Dark Souls.
Aber wie, ganz ehrlich, wie war der Eingang zu Ash, zu dem Ding? Also ich habe irgendwie den einen Raum, wo wir jetzt gerade waren, gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Oder ist da normalerweise der Drache drin und den hat er jetzt bewegt? Das kann natürlich auch sein. Dann sieht der Raum natürlich auch nochmal komplett anders aus. Ich habe mich nicht außerhalb der vorgegebenen Schiene bewegt. Der Drake hat mich runtergeschmissen. Es war genauso, dass ich in das Schwarze falle. Man sieht doch einfach voll krass, wie es runtergeht. Ne? Nicht mal nicht irgendwie so ein sanfter Abstieg. Nein, es geht einfach sofort runter. Du bist tot. Da hinten ist noch ein Baum, ne? So, aber ich will zumindest meine Seelen wieder haben. Stimmt, das waren ja irgendwie drei separate Bäume hier. Da, wo man reinkam, hier der und dann da drüben. Ich glaube, hier war im Original auch noch eine Hydra, oder? Waren hier nicht zwei Hydras in Ash Lake? Was ich gar nicht erwähnt habe, aber was ihr mal gerade sagen könnt, funktioniert das, dass ich jetzt mit 1080p streame? Also ich habe zumindest schon mal keine gedroppten Frames. Performance scheint alles gut zu sein. Und ich habe ein langsames Preset genommen, wodurch ein kleines bisschen mehr Qualität übrig bleiben sollte, wenn ihr dann bei Twitch das dann seht. Für die VODs ändert sich dadurch aber nichts. Das Bonfire ist einfach schon aktiviert. Hä? Warte, er zählt. Achso, stimmt, er zählt, glaube ich, als Firekeeper, ne? Und ihm kann man, glaube ich, hier den Schwanz abschlagen und es juckt ihn nicht. Warte, 1080, 60? Ich habe keine. Es müssten aber eigentlich 30 Frames sein. Hold on. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine 60 Frames eingestellt habe. Output. Ich sehe auch gerade nicht, wo ich es einstellen würde. Aber es bedeutet ja, dass es funktioniert. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass selbst Phil da, der, glaube ich, extra einen zweiten Streaming-Rechner noch hat, der das dann laufen lässt. Oder ich glaube, er es nicht hat. Er meinte mal irgendwie, dass selbst mit seinem Setup das eigentlich zu viel wäre. Also 1080p und 60 FPS, aber gut. Wenn das funktioniert, ich habe keine gedroppten Frames, die Performance spielt mit CPU-Auslastung, also durch OBS vermute ich mal. Ich vermute mal nicht, dass meine Gesamt-CPU-Auslastung bei 3,7% liegt. Das wäre krass. So, dann ist hier ja, wobei wir können zumindest mal kurz gucken, was das hier mit dem Covenant auf sich hat. Aber da bekam man, glaube ich, nur den Stein, ne?
Na, den Dragon Headstone. Wir dürfen einmal leveln. So, dann ab zu Manus. Also Manus, Kadami, Sif und natürlich Gwyn. Das heißt, wir könnten innerhalb von einer Stunde oder höchstens zwei wahrscheinlich sogar durch sein. Wir sollten vielleicht mal gerade gucken. Den brauchen wir nicht. Ich würde sagen, mehr Healing ist immer gut. Wir sollten natürlich auch mit 20 Estus reingehen. Das wäre wichtig. So ganz dezent wäre das wichtig. Und wir wollen auch menschlich reingehen. Weil, ich meine, wir kriegen wie die Menschlichkeit. Wir sitzen wie an der Quelle. So, looking good. Poise würde ich mal sagen, nehmen wir. So, wir benötigen keine Wurfmesser, wir benötigen keine Prism Stones, wir benötigen keine von denen und wir nehmen einfach mal das Skill Up Handle nochmal rein, wobei ich nicht glaube, dass ich es effektiv einsetzen werde. So, der eine Darkbeat da ist mir ziemlich egal jetzt. Wow. Irgendwas folgt mir. Ich glaube, den Angriff muss ich einfach tanken. Ja, okay, Glitch einfach mal, dass ich auch dich nicht mehr treffe. Wow, das war jetzt lucky. Wow, wir haben es sogar geschafft, das Pendant einzusetzen, um den Angriff zu blocken.
Ich bin gerade echt ein bisschen beeindruckt von mir selber. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ja, ist okay. Darf ich mich jetzt nochmal von irgendeinem deiner Angriffe erholen? Es ist okay jetzt. So, man könnte fast meinen, er hat eine Obsession mit seiner Hand. Boom. Also das ging voll, aber ich bin noch ziemlich überlevelt für den Kampf. Hallo Dusk. Wo ist Sif? Oder ist Sif bei... Ist Sif bei Calamite? Okay, ihr können wir nicht helfen. Oder ist Sif vielleicht sogar schon befreit, weil wir Artorias? Weil wir Artorias besiegt? Aber das kann ich nicht sein, weil Sif musste man nicht immer separat retten. Okay, hier ist gerade jemand durch die Straße gerast. Ich meine, es ist okay. Ich vermute mal, das soll ein Hinweis sein, dass man mit dem Covenant of Artorias hier hin kann. Müssen alle unsere Namen gleichzeitig ändern. Wie wär's mit Nein? Okay, dann müssen wir aber nochmal kurz gucken, ob Sif jetzt... Nee, falsche Seite. Ob Sif sich dann jetzt... doch da befindet, wo er normalerweise ist. Sie oder sie. Ich glaube, bei Sif sind sie sich bis heute nicht einig, was für ein Geschlecht dieser Wolf haben soll. Wir nennen es alle DE aus, weil er das selber verweilt. Ja, jetzt bin ich nicht, dass ich es bin, der NSFW... Hä? Was für NSFW-Content? Hä? Davon abgesehen, du darfst sowieso jetzt fast alles.
So, lass mich mal kurz gucken. Wie viel brauchen wir zum Leveln? 3000 noch. So, Warp. Wir gucken noch mal gerade. Wie oft lässt Twitch einen eigentlich seinen Namen ändern? Ich glaube, da gibt es doch Limits, oder? Ich glaube, irgendwie gab es erst, glaube ich, doch einen Cooldown. Ja, und ihr wollt dann 60 Tage mit den Namen rumlaufen. Sehe nach 60 Tagen weiß ich wahrscheinlich sowieso, wer wer ist. Aber dann könnt ihr schon wieder alles neu verteilen. Sagen einfach nie, wer wer ist. Aber ja, aber man kann sich, glaube ich, schon anhand. Ja, ne? Also, wie jemand schreibt, ist ja auch durchaus erkennbar. Ich bin gerade wirklich überfragt, wo hier Sif sein soll. Ich denke, Creative Nachts waren das keine hohe Kunst. Das ist richtig. Zumindest oberflächlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sif automatisch gerettet ist, sobald man das DLC abschließt. Also irgendwo muss er ja sein.
Okay, hier darf man sogar... Hier haben sie dran gedacht. Hier darf man hinfallen und man nimmt keinen Schaden dadurch. Bei Nito konnten sie es nicht machen, oder wie? So, ich will jetzt wissen, was mit Sif ist. Okay, anscheinend gilt Sif automatisch als gerettet. Oh Leute, ihr werdet gerade wieder sehr wild. So, schauen wir doch mal nach Calamite. Wir müssen ihn ja einmal so triggern. Wie kam man nochmal da runter? Ach so, da. Ja, hier. Aber ich frage mich, was Sif dann für, so, normalerweise kriegt man ja von ihm den Ring, dass man überhaupt zu den Four Kings kann. Das ist ja schon passiert. Also, was wäre der Grund für mich, nochmal gezielt gegen... Okay. Gegen Good Boy kämpfen zu wollen. Ja, super. Moment. Die Crystal Wizards kann ich nicht so dastehen lassen. Habe ich mir auf dem Lebenslauf abdrucken, wird zuweilen sehr wild. Twinkling Titanite, weil wir das ja jetzt noch unbedingt brauchen. So, wir müssen nicht von ihm getötet werden, oder? Hi RKG, willkommen zum Stream. Wir kommen sehr, sehr gut voran. Wir könnten es noch in dieser Stunde schaffen. In welchem Fall man überlegen müsste, was ich stattdessen streamen kann, spontan. Nee, Nito habe ich vorhin erst gemacht. Ich musste ja noch diesen anderen Boss vorher dann machen. Service.
Legende von Sherwood. Ja, das Spiel hatte ich sogar mal. Ich muss dazu sagen, als ich damals Legende von Sherwood gespielt habe, war ich viel zu schlecht für sowas. Ich habe es nur mit Cheats durchbekommen. Aber ich habe es vor einer Weile nochmal. War es auf GOG? Aber es läuft wohl tatsächlich echt nicht gut. Ähnliches Problem wie der Regenbug in Siedler 5 auf Ostsee. Okay, das mit dem Regenbug war aber, glaube ich, schon History. Das war, glaube ich, ein History Edition Problem, oder? Weil sie da die höheren Auflösungen erlaubt haben. Okay, man darf nicht durchdodgen. Lass mich doch mal aufstehen, verdammt.
Okay, ja, wir sind doch ein bisschen überlevelt, glaube ich. Falls Celebid nicht auch noch sogar genervt wurde als Midgame-Boss. Aber da er optional ist, glaube ich nicht, dass der Modder das gemacht hat. Black Dragon's Ring. Hat er ihn nur umbenannt oder hat er jetzt auch einen anderen Effekt? Weil das war ja wirklich nur so ein Hard-Mode-Ring. Boosts Attack Power, but removes all defenses. Okay, also er hat jetzt einen Zweck. Das ist jetzt, wenn man einen No-Hit-Run starten will in NG+, ist das wahrscheinlich ganz praktisch. Boah, er hat da ja wirklich nur den eingehenden Schaden verdoppelt. Ich frage mich gerade, kann ich sehen, wie viel der gibt? Mal gucken. 682 habe ich jetzt. Und wenn ich den jetzt austausche, zeigt er mir nicht, ist nicht an. Also er geht, macht meine Verteidigung runter, aber er zeigt mir nicht, wie viel Damage ich da rauskriege. Na gut. Dann schauen wir mal kurz nach Sif. Wieso gehe ich hier lang? Hä? Warte, jetzt haben wir gegen ihn auch noch ein Rematch? Okay, jetzt. Also, dass überall jetzt ein Rematch automatisch triggert von irgendwelchen Bossen, das weiß ich nicht. Aber gut, ich habe es ja insofern provoziert, dass ich Arnor Londo verdunkelt habe. Ich bin mal gespannt, ob die beiden uns gleichzeitig attackieren. Alles klar, Glitch mal aus der Arena. So, jetzt kommen sie beide, oder? Ich glaube, der Schaden hat sich gerade transferiert, oder hat er noch den Schaden behalten, den ich ihm beim vorhin zugefügt habe? Okay, es war nur eine zusätzliche Phase, die aber auch nur eine Wiederholung der zweiten Phase war.
Ich glaube, ich habe eine Idee, was wir im Nachgang streamen können. Also falls gleich, wenn gleich die Credits kommen, nicht sofort alle abhauen. Wie so ein Estus wohl schmeckt. Ja gut, ich meine, es kommt von den Lagerfeuern. Also wahrscheinlich irgendwie feurig. Passage granted only to the Knights of... Hä? Wie viel, wie sehr muss ich noch ein Knight of Gwyn sein? Ich habe Artorias besiegt, ich habe seinen... Wobei, warte, muss ich seinen, den Ring tragen? Den Covenant of Artorias? Nö, bringt nichts. Ansonsten Knights of Gwyn wüsste ich jetzt gerade nicht, was das sein soll, weil ich meine theoretisch, ich glaube, der Sunbroke Covenant ist zwar, glaube ich, auch mit Gwyn assoziiert, aber auch eigentlich mehr mit dessen namenlosen Erstgeborenen, gegen den wir in Dark Souls 3 kämpfen. Ob die Katze, die Alvina, ob die noch eine, ob die was Besonderes sagt, wenn man Sif gerettet hat. Wo ich mal vermute, dass das jetzt gilt. Ich bin mal gespannt, welche Cutscene wir von Sif jetzt bekommen. Es gibt ja zwei. Okay, hier kann ich hoch. Oh, das lese ich gerade mit. Ich höre förmlich die Stimme von Horst Seehofer in meinem Kopf.
Ihr triggert aber nichts. Ich bin verwirrt. Moment. Okay, das ist dumm. Also ich kann gleich gucken, ob wir den Bosskampf trotzdem spielen können. Aber Sif retten kann man nur, wenn man in den DLC geht, bevor man das Lord Vessel holt. Und ich habe ja gedacht, das DLC wird erst verfügbar, wenn man das Lord Vessel holt. Aber man kann früher rein. Wir haben ja das Silver Pendant, was ich vorhin am Kampf eingesetzt habe. Das haben wir schon vorher bekommen. Aber das ist halt, finde ich, auch... Es ergibt irgendwie Sinn, aber darauf zu kommen, ist trotzdem irgendwie so eine Mondlogik. Du musst das hier... Warst du aber eigentlich gar nicht... Warte, das, darf man das überhaupt droppen? Das darf man doch eigentlich überhaupt nicht droppen. Ja, okay, jetzt kann ich es droppen. Das sollst du bei der Krähe, bei, hier in Undead Asylum. Das sollst du gegen das Broken Pendant eintauschen. Und dann kannst du schon früher in den DLC rein. Und dann bekommst du auch die Chance, Sif zu retten. Aber heißt das, dass wir Sif auch gar nicht bekämpfen dürfen? Okay, anscheinend ist der Kampf war auch gar nicht so gut. Weil der irgendwie das komplette Ding umdeutet. Also, wenn ich das richtig verstehe, ist Sif nicht mehr eine Option. Also, das muss man aber auch vorher wissen. Ich finde halt... Nach Lord Vessel und dann ins DLC ergibt, aber ich finde, es ergibt Sinn. Also ich fand, das war gut platziert. Also ich glaube nicht, dass ich Artorias noch... Okay, gut, dann hat... Waffentechnisch macht es keinen Unterschied und dann könnte man damit einer plus 15 Waffe zu O und S. Also keine Ahnung, ich... Weiß noch nicht, ob ich das so gut finde. Aber dann steht nur noch eine Sache an. Bin ich mal gespannt, was er mit Gwyn gemacht hat. Wir dürfen noch einmal leveln. Warte, einmal muss ich ihn jetzt schlagen, ne? Das wollte ich eigentlich nicht. No, no.
Ich warte jetzt nicht darauf, bis du wach wirst. Okay, wir müssen das alles einzeln machen. Von wem bekamen wir die Life Soul? Da erinnere ich mich gerade gar nicht dran. Ja, ist okay, so. Permanently have the ability to warp between bonfires. Ich glaube aber immer noch nicht allen, ne? Warte, wir müssen mal kurz warten, bis Power Within abgeklungen ist. Es kann sich ja, also wenn ich, das dürfte ja nicht resetten, oder? Wenn man sich an das Bonfire setzt. Okay, es zählt sogar ab. Oh, okay, es zählt sogar automatisch als auf 20 gekindelt. Ich weiß gar nicht, ob das im Original so ist. Aber da ich es mit den Herrscherseelen gefüttert habe, erwarte ich das eigentlich. Die Black Knights sind abwesend, die hier normalerweise durchlaufen. Man kann hier keine Black Knights mehr farmen, wie es aussieht. Ich meine, atmosphärisch passt es, aber dass man nicht mehr die Chance bekommt, halt dadurch die Crafting-Materialien und halt, wie gesagt, auch die ganzen Black Knight-Sachen zu farmen. Also das weiß ich nicht, ob das so gut, ich das so gut finde, dass das ersatzlos weggefallen ist. Aber ich meine, dass sie fehlen, die Black Knights, das macht zumindest thematisch irgendwie Sinn. Es wirkt dadurch halt viel leerer hier. Können wir Gwyn von hier aus sehen? So, bereit für Plin Plin Plon? Gwyn, Lord of Cinder. Aber der hat bestimmt eine zweite Phase. Ich bin so versucht, ihn zu parieren. Okay, ich sollte vielleicht nicht zu sehr übertreiben.
Warte, das kann ich besser. Aber ich nehme die Skull-Lantern raus, weil ich will ihn parieren. Ich dachte zuerst, jetzt kommt Song of Storms aus Zelda. Ja, es könnte durchaus eine Zelda-Theme sein. Glaube ich. Ich habe tatsächlich kein Zelda selber gespielt. Aber wenn ich so an Song of Healing denke, dann, ja. Ich könnte mir schon irgendwie vorstellen, dass, dass so gespielt wird. Warte, nee, ich habe den Tower Shield gehabt, so rum. War der Onyx Shield besser? Ja, der war sogar besser. Warte, der Onyx Great Shield ist vom Typ her kein Great Shield? The fuck? Heißt das, ich darf parieren? Nein. Ich darf nicht parieren. Okay, jetzt laufen sie doch wieder hier durch. Also, das hat er nicht geändert. Sah nur vorhin so aus. Ah, oh, so ohne die Black Knights. Ich weiß nicht, ob der Boss Run jetzt hier so besser ist. Ich meine, ja, hier passiert nichts, aber das heißt, du hast dann auch jedes Mal einen zweiminütigen Fußmarsch. Okay, er macht jetzt auf jeden Fall deutlich weniger Damage als vorher. Ich hatte gehofft, ihn parieren zu können. Ich habe das Gefühl, er lässt einem weniger Chancen zu heilen. Könnte mich aber auch täuschen.
Okay, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass sich da noch was tut. Aber anscheinend nicht. Aber ich glaube, ich war mir echt ziemlich sicher, dass dann, vielleicht ist es ein optionaler Bossfight. Dass es eine Version gibt, wo man Gwyn praktisch in an seinem Höhepunkt als Lord of Sunlight bekämpft. Aber das ist anscheinend, wenn, dann nicht der reguläre Fight. Warte, ich kann wieder rausgehen. Das triggert gerade nicht das Ende. Hat jetzt aber nicht das Dark Lord Ending rausgenommen, oder? Da liegt noch ein Item, das können wir mal kurz holen, aber... Jetzt sag nicht, meine einzige Wahl ist es, hier, ne? Und so. Das Feuer zu verbinden. Soul of a Chosen Undead, okay. Das bringt uns jetzt natürlich voll viel. Ja, das hat natürlich voll die Lore-Implications, dass wir nicht der Erste sind, der hierhin es geschafft hat. Aber wahrscheinlich, okay, wir müssen jetzt, wir können jetzt das da drüben triggern, das, oder? Ist das eine Fogwall? Also wenn es da drüben nicht triggert, dann muss das Ende anscheinend rausgeflogen sein. Oder es geht nur noch, wenn man mit Carve gearbeitet hat. Aber wenn das geändert wurde, fände ich das weird. Also einmal, weil es so ein bisschen die Entscheidung abnimmt. Und zum anderen, weil was passiert, wenn man beide Schlangen vergrault hat? Hä? Was ist jetzt hier der... Ich bin verwirrt. Was sollen wir denn jetzt hier noch tun? Hä? Ja, ich habe schon längst Gwyn besiegt. Aber okay, dann ist er halt weiterhin angefasst. Oder hat er es gemacht wie ein... aber das kann ich mir nicht vorstellen. Es würde ja nicht das Ende verändern. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob er gesagt hat, dass man es wie in Dark Souls 2 und 3 macht, dass du nur ins, dass du erst ins NG Plus gehst, wenn du dich halt bewusst dafür entscheidest. Das wäre durchaus eine sinnvolle Änderung. Aber... Hä? Fremd ist doch nicht angepisst, wenn man einfach runterspringt. Ich bin gerade so maximal verwirrt. Ja gut, ich finde jetzt nur die Info, Ich
Ich vermute dann mal, dass ich irgendwas, also diesen, den Lord of Sunlight Bossfight, den gibt's wohl, wenn man einer bestimmten Questline folgt. Die ich während der gesamten Geschichte hier nicht bewusst mitbekommen hätte. Not gonna lie. Ich wüsste jetzt beim besten Willen nicht, was, also dann habe ich ja echt gar keine Wahl. Habe ich, dann kann ich nichts anderes machen. Warte, ich muss, dann machen wir es eben so. So, pass auf, wir leveln noch ein letztes Mal, auch wenn ich es nichts bringen wird, weil ich glaube nicht, dass ich einen NG Plus Run machen werde. So. Außer natürlich, es passiert jetzt noch was, wenn wir die erste Flamme aktivieren. Das kann natürlich sein. Aber ich fände es trotzdem seltsam, wenn einen dann den Raum komplett verlassen lässt. Und wenn du halt mit der Herangehensweise rangehst, dass du wahrscheinlich das andere Ende nehmen willst, dann würde man das ja auch versuchen. Wie gesagt, ich hätte es jetzt nicht so weird gefunden, wenn er das einfach da rüber verlegt hätte, den Trigger für das Ende. Und dass man einfach den ganzen Weg nochmal rauslaufen muss. Das hätte irgendwie hoffentlich nochmal irgendwie so einen atmosphärischen Effekt haben können. Warte, beide Trigger sind jetzt hier? Warum? Warum sollte man das tun? Ja gut, ich meine, man kann dann rausgehen, theoretisch, falls man nochmal was vergessen hat, aber... es ist trotzdem irgendwie ein bisschen weird. Okay, das war Dark Souls Daughters of Ashe. Ich bin mal gespannt, ob ich das Video dazu noch mache, weil ich muss dazu sagen, es ist schwer, über diese Mod zu reden, ohne zu spoilern. Und der ganze Sinn dieser Mod ist ja eigentlich, dass man Dark Souls praktisch nochmal erleben kann, ohne dass man alles weiß und praktisch nochmal zumindest halbblind durchspielen kann. Ich meine, ich fand es am Anfang ein bisschen weird. Aber dann muss ich sagen, ich fand's echt cool, wie diese Mod mit seinen Gefühlen und mit deiner Erwartungshaltung gespielt hat. Und dich manchmal auch ein bisschen getrollt hat, aber auch meistens nicht zu krass ausgeholt. Also, was heißt nicht zu krass ausgeholt, aber
nicht nochmal extra fies war. Wobei doch waren sie schon. Sie haben uns denken lassen, dass André tot gewesen wäre. Ein paar Sachen sind finde ich durchaus brillant. Also ich finde zum Beispiel die Art und Weise, wie Mimics eingeführt werden, finde ich hier wesentlich besser gelöst als im Original. Dass man praktisch eine Mimic in Aktion sieht und ab dann auch weiß, okay, Kisten können Mimics sein und man sollte vielleicht vorher checken. Das, wie gesagt, ich fand es auch gut, was ich gut fand, auch war, wie man das DLC eingebunden hat. Wobei ich finde, da halt der Pfad, den wir genommen haben, ich habe damit gerechnet, wir besiegen Artorias, beziehungsweise dann gehen wir Sif retten und dann dürfen wir gegen Sif kämpfen. Und das darf man ja anscheinend auch, wenn man früh genug ins DLC geht, aber den Pointer, dass man ins DLC gehen kann, bekommt man dann eigentlich viel zu spät. Also man muss eigentlich dann schon mit externem Wissen da rangehen, weil auf die Idee, dass, also ich glaube, der Broken Pendant, dass man das Silver Pendant mit Snuggly traden kann, bin ich mir ziemlich sicher, dass das im Original nicht ging. Oder zumindest nicht, also da muss auf jeden Fall ein anderes Item rauskommen, wenn es geht. Ja, alles ein bisschen weird. Anyway. Ich danke den Wortleuten fürs dabei sein. Die Streamleute bleiben nochmal kurz bitte hier. Und wenn ihr es soweit geschafft habt, dann überlegt euch doch mal ein Abo auf dem Wortkanal. Bis dahin.